Talk im Proberaum. Mit unseren Moderatoren. Herr Raumwelle. Tobi. Und Herrn Notstrom. Viel Spaß. Hallo. Wie geht's euch? Gut. Hallo. Hallo. Folge 69. The Number of the Beast. Das Tier mit den zwei Rücken. Und weil wir Folge Nummer 69 haben, haben wir uns gedacht, da laden wir uns doch nochmal einen Gast ein. Hallo Fabian. Hallo, ich grüße euch. Ja, da fühle ich mich ja geehrt. Genau, bei der und Fabian, 69. Folge. Richtig, Fabian aka, wie spricht man deinen Namen aus, deinen Künstlernamen? Ja, ist mir eigentlich relativ boogie, aber schon Substan, ganz, ja. Deutsch. Aber kann jeder... Kann ja, ich bin eigentlich relativ whatever auf Plakaten. Hätte ich nicht gedacht jetzt. Ich bin überrascht. Ja, Substan hätte ich nicht gedacht, aber ich hatte es vermutet. Ja, nee, ist tatsächlich irgendwie, ja, so, genau. Aber ist das irgendwie so hängen geblieben, oder? An sich der Name, oder? Ja. Aus der Jugendzeit? Der ist schon auch ein paar Jährchen alt und ja, es gibt keine tolle Hintergrundgeschichte oder irgendwas so den Namen betreffend. Ich habe hier in Dresden gab's einen Act, der nannte sich Enzym damals und das fand ich immer ganz toll und ja und ich habe dann sowas in die Richtung gesucht und ja genau. Und ganz früher hieß ich Dr. Lügner Projects, das war dann so ein bisschen sperrig. Und da musste ein neuer Name her. Ein bisschen sperrig, ja. Ich hatte auch solche Künstlernamen in der Vergangenheit schon. Naja, und Substan, Fabian, klar, Substanz. Vielleicht auch ein Stück weit und Sub und Dab und ne, so ein paar Sachen steckten da drin. So. Das war so der Gedankengang, aber ja. Da sind wir auch schon mittendrin, den Fabian einmal vorzustellen. Fabian ist Musiker. Du bist aber wahrscheinlich nicht hauptberuflich Musiker, oder doch? Erzähl mal, was machst du? Wo kommst du her? 50-50, also so sage ich mal, jetzt verdiene ich meinen Unterhalt mit Musik und alles, was da dazugehört und die Hälfte, ja, also ich habe da noch einen 50%, also einen 20-Stunden-Job in einem Wohnheim für behinderte Menschen, so in so einer ganz speziellen kleinen Gruppe mit sehr verhaltensaufwendigen Leuten und also es ist eigentlich... Das ist ja dein gewohntes Umfeld hier bei uns im Proberaum. Okay, dann bleibt ruhig. Wir sind Jungs. Alle verhaltensauffällig. Ja, ist schon ein harter Job, so, ne, es ist, ja. Und ich versuche da so ein Stück für Stück jetzt so mich durch die Musik auch da rauszubegeben aus diesem Job. Ich mache den jetzt 7 Jahre und so langsam zerrt es auch an meinen Nerven. So, das ist kein Job, den man ewig machen kann. So habe ich das Gefühl. Aber das heißt, du machst die Musik quasi, was ja auch sehr, sehr an den Nerven zerren kann. Das ist für dich dann so ein Ausgleich, ne? So ein Stück weit ist es jetzt auch zum Job geworden, so, ne? Also es hat schon die Quelle, also die Schwelle überschritten, dass es jetzt rein zur Entspannung dient, so. Es ist schon was mich auch fordert und Patreon, Leute, die mich unterstützen, wo dann auch immer der Gedanke ist, du möchtest den Leuten ja auch was liefern und YouTube will gefüttert werden, der Algorithmus, der schläft nie und ja, halt so eine Sache, ne? Also es ist schon ein Stück weit auch Arbeit, aber natürlich das, Leidenschaft in erster Linie. So, ne? Genau. Um es kurz zu erklären, du hast einen relativ erfolgreichen YouTube-Kanal, Substan auf YouTube, hast über fast 9000 Abonnenten. Ja, geht in die Richtung jetzt langsam, ja. Hast einen Patreon-Account, wie du erzählt hattest, hast natürlich auch auf Bandcamp eine Seite mit vielen, also wirklich vielen Veröffentlichungen und du machst, seit wann machst du Videos auf YouTube? Auch schon sehr lange, oder? Also 6 Jahre würde ich, also ganz genau kann ich es gerade gar nicht sagen, aber ich denke mal so 6 Jahre so um die Drehe so, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Und also ich bin auf dich, bin ich das erste Mal aufmerksam geworden, als ich vor ein paar Jahren sehr intensiv im Elektronaut-Forum unterwegs war. Mhm. Und du arbeitest auch sehr gerne mit den Elektronmaschinen. Und dann
fing das denn so an, dass da immer mehr Leute, die neu waren mit Elektronmaschinen, die kamen dann so ins Elektronautenforum und haben dann so erzählt, ja, ich bin der Neue, hallo, und ich möchte gerne so Sound machen wie der Substan. Ich dachte so, hä, Substan, wer ist das? Okay. Und so bin ich dann quasi so über deinen YouTube-Kanal gestolpert und ich dachte so, hey, der ist ja cool. Und ich habe all die Jahre immer gedacht, du bist irgendwo aus dem Ausland, so England, Frankreich, Holland, Italien oder irgendwo. Und bis ich dann vor einigen Monaten festgestellt habe, hey, das ist ja ein Deutscher. Mhm. Ja, das ist auch das Schöne an YouTube, ne, dass man da gar nicht so anonym bleiben kann. Dass es sehr international ist, ne, und eigentlich, ja, solange man nie anfängt zu sprechen, dann bin ich eindeutig aus Sachsen. Ja. Genau. Wie bist du dazu gekommen, auf YouTube einen Kanal zu starten und deine Dark Ambient Musik zu posten? Wie kam es dazu? Tja, das hat eigentlich damit angefangen, dass ich an dem Punkt, also gerade so vor 6, 7 Jahren, halt wieder angefangen hatte, mir Hardware zu besorgen. Ich war eine ganze Zeit lang halt komplett im Rechner unterwegs und genau, und dann hatte ich so seit langem mal wieder in festen Job sozusagen und war auch finanzielle Möglichkeiten sozusagen vorhanden, die in irgendwas zu investieren. Genau, und dann habe ich mir halt den Digitakt geholt und irgendwann den Digiton und ja, was jetzt der ausschlaggebende Punkt war, da so ein Video zu posten, das weiß ich gar nicht so unbedingt. Man hat natürlich auch selber bei YouTube geschaut, so was machen die Leute, ne, um zu gucken, wie klingt die Kiste und hin und her. Und irgendwann dachte ich, na, so, nee, jetzt hast du hier so ein paar Stücke fertig und ja, probieren, so, ne. Und das ist halt ziemlich schnell, also auf gute Resonanz gestoßen und ist dann halt so ein Selbstläufer geworden, so, ne, dass man, ja, durch die Resonanz der Leute motiviert ist, da dran zu bleiben und genau. Und die Qualität zu verbessern der Videos und genau, halt so. Das ist das Stück für Stück gewachsen, so. Jetzt klingen aber deine Sachen jetzt nicht so unbedingt, dass man sagen würde, du bist Anfänger. Seit wann machst du Musik? Ah, das ist schon wirklich ewig. Also es dürfte jetzt so dieses Jahr ungefähr 30 Jahre werden. So. Also ich habe mit 14 angefangen, wow. bin 80 geboren. So. Mit 13, 14 irgendwie bin ich da so auf die Sache gestoßen. Stand ich beim damaligen Freund meiner Schwester im Studio, so, der hatte sich da so, ja, so pultförmig so ein Cockpit gebaut, so, und ja, war als 13-Jähriger total hin und weg, und das war in dem Moment klar, dass sowas will ich machen, so, ne, das, genau, und dann bin ich bei ihm sozusagen in die Lehre gegangen, ich habe dann wirklich alles aufgesaugt an Wissen, was da irgendwie zur Verfügung war, so, was er mir beibringen konnte, so, gab ja auch kein Internet oder irgendwas, ne, also man hatte ja nur die Keys und irgendwelche diversen Bücher und, naja, oder halt Leute, die, ne, direkt dann erklären, was ist ein LFO, was macht dies, was macht jenes. Und genau. Und dann ging das los. Ja, genau. 94, 95, das ist ja so die Zeit der Amiga-Tracker-Musik gewesen. Hat das in deinem Leben eine Rolle gespielt? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe halt mit so einem Korg T3 angefangen, ne, so der Nachfolger von M1. Das war so mein erstes, den habe ich zur Konfirmation bekommen, so, das war mein erstes richtiges Gerät, so, und dann habe ich, ja, dann den internen Sequencer da benutzt und Rechner kam dann später. Das war dann wirklich vielleicht die 2000er oder Anfang, ja, so 98, 99 oder so. Dass dann genau irgendwann der Computer kam und dann habe ich auch das bisschen, was ich an Hardware hatte, dann schnell verkauft und bin dann quasi relativ schnell komplett im Rechner gelandet, weil es eben auch, ja, man hat gekrackte Software benutzt und hat nichts gekostet und war auf jeden Fall die zentrale Sicherheitskopien. Ja, genau. Aber ja, nie Geld gehabt, groß, und ne, so, das war halt die Möglichkeit an interessante neue Klänge und genau, und das Studio halt im Rechner, ne? Es war halt so damals. Mit was hast du da gearbeitet, wenn du in the Box gearbeitet hast? Es ganz angefangen hat, ich würde schon sagen, auch so ein bisschen Cubase erstmal. Aber ich habe dann auch live von der ersten Version an live benutzt. Da waren dann schon auch neuere Versionen draußen, aber das war die einzige gekrackte, die lief zuverlässig. Dann habe ich halt jahrelang eins benutzt. So.
Und genau, kenne live eigentlich von der ersten Stunde an so und bin noch dabei geblieben jetzt. Natürlich bezahlt. Jetzt habe ich mir das alles besorgt. Genau. Wie nutzt du live? Nutzt du das klassisch mit Tastatur und Touchpad oder mit Keyboard oder hast du dir auch Hilfsmittel geholt? Es gibt ja viele Leute hier, zum Beispiel der jetzt habe ich den Kollegen vergessen, wie der heißt. Martin Stürzer. Der hat ja einen Twister. Und ein Push 3 und nutzt da halt Ableton Live auch sehr intensiv, auch als quasi im MIDI und Audio verbunden. Das ist sozusagen das Gehirn von seinem ganzen Setup. Er hat quasi alles drumherum gebaut. Wie ist das bei dir? Es spielt tatsächlich eigentlich, sage ich mal, in meinem Alltag weniger eine Rolle. Also ich bin eigentlich komplett wieder aus dem Rechner rausgerutscht, so mehr oder weniger. Also jetzt aktuell nutze ich live zum Mastern und teilweise halt dann, um Visuals zu machen, komischerweise. Ne? Es gibt dieses schöne Programm hier, VideoSync. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist quasi eine Schnittstelle und erlaubt mir, in live zu arbeiten mit Videos, als wären's Audioclips. So eine ganz, ganz verrückte Sache, die habe ich in den letzten Jahren entdeckt. Und das ist eigentlich das, wofür ich hauptsächlich gerade überhaupt eine DAW benutze. Und wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie Media-Composing-Geschichten mache zum Bild, dann natürlich, dann bleibe ich auch komplett in der Kiste. Ansonsten spielt es eigentlich eine untergeordnete Rolle. So, manchmal mache ich Sessions, wo ich dann Overbridge benutze und Sounds ins Ableton route so. Und dann, ja, wie als großes Mischpult dann sozusagen. Aber dass ich jetzt wirklich eine DAW-basierte Produktion oder ein Lied gemacht habe oder so, das ist wirklich Jahre her. Das, genau. Das finde ich spannend mit dem Video-Sync. Das ist Wahnsinn. Also wirklich, das lohnt sich, das mal anzugucken. So, läuft nur auf dem Mac, ist der Nachteil. Und kostet auch, ja, 300 Euro oder so. Aber es ist, was für mich war es die Entdeckung. Genau? Naja, das ist auf irgendeine Art und Weise auch mit Macs for Life verkoppelt so und startest quasi noch so in extra Fenster. Und dann, ja, man hat verschiedene Möglichkeiten. Man hat Effekte, man hat auch Instrumente sozusagen, dass man halt quasi über MIDI Videoclips sozusagen triggern kann. Man kann aber genauso auch in der Arrangement-Ansicht quasi mit Videoclips arbeiten, die reinziehen. Der Lautstärkeregler ist dann quasi die Helligkeit des Clips. Ne? Man kann die übereinander stapeln. Also es ist genial, weil wenn man vom Audio kommt, muss man sich einen neuen Workflow anlernen, sozusagen mit irgendeiner VJ-Software zu arbeiten, sondern man kann direkt die Mittel, man kann MIDI-LFOs halt benutzen, so, ne, um einfach Sachen zu verändern, Parameter zu verändern. Das ist das Geniale, so, dass man in seiner gewohnten Umgebung sozusagen, in seiner gewohnten Arbeitsweise mit Video arbeitet. Und das ist schon verrückt. Nutzen viele halt auch gerade für Live-Geschichten, ne, wenn man das dann irgendwie, ja, auf eine Leinwand. Das heißt, ein Beamer dranhängen und dann genau, quasi genau. Dann die ganzen Visual. Und dann kannst du quasi mit deinen MIDI-Clips triggerst du dann direkt irgendwie Visuals und oder schraubst am Cutoff und gleichzeitig verändert sich die Farbe, jetzt ganz billig gesagt. So, ne? Sind verrückte Sachen möglich. Ja. Das, ja, interessant. Das höre ich zum ersten Mal. Ist wirklich verrückt. Spannend, ja. Okay, das erklärt dann auch, wie deine Videos so entstanden sind dann, dass du da dann wahrscheinlich auch, während du halt deine Musik da machst, dann auch viel mit VideoSync arbeitest. Ne, im Nachhinein dann. Das ist bisher noch nie passiert, dass ich das dann wirklich parallel irgendwie baue. Also genau, wenn, dann nehme ich das Stück auf und bastel mir es in Ableton, stell die Geschwindigkeit ein, so, ne, dass das alles im Takt ist und dann mache ich quasi nochmal ein Video-Arrangement. So könnte man fast so sagen, irgendwie. Aber es nutze ich auch nicht immer. So manchmal reicht halt normales Videoschnittprogramm, wenn gerade für Ambient-Geschichten, wenn nicht viel Rhythmisches passiert und so, dann bleibe ich auch im Resolve, nutze ich da, ja. Nee, DaVinci, genau, DaVinci Resolve. Ja, ich gucke mir das gerade hier an, auf der Webseite von VideoSync. Das sieht sehr beeindruckend aus.
ich kratze da auch nur an der Oberfläche, muss ich sagen. Also da sind so viele Sachen möglich, dann müsste man halt aber wirklich Zeit investieren und da kann man die verrücktesten Geschichten machen. Aber es sind Prioritäten-Dinge. Man kann leider nicht alles machen. Ja. Wie bist du, die Videos, die aus den letzten Jahren, die sind sehr, ich sag mal, elektronenlastig. Wie bist du zu Elektronen hingekommen und was ist so dein Verhältnis zu den Maschinen? Naja, ein Stück weit war das auch immer früher schon, so als die Machine Drum und so schon rauskam, war das ein Traum so, ne? Also ich kannte die halt einfach nur aus den Zeitschriften und fand das immer schon faszinierend und genau, und wie gesagt, so vor 6-7 Jahren hatte ich dann zum ersten Mal wirklich die Möglichkeit, mir die auch zu leisten. So, ne? Und genau, und Digitakt besorgt und der hat mich eigentlich sofort fasziniert. Und dann kam eigentlich gleich der Digiton und das ist, ja, das war so wirklich Liebe auf den ersten Blick und ist auch nach wie vor. Das ist eigentlich das Stück Hardware, was ich am meisten mag und ja, was mich nach wie vor fasziniert. So. Klar, es ist natürlich jetzt seit nach einigen Jahren so ein bisschen ausgelutscht und man hat das Gefühl, man kennt jetzt schon jede Ecke und jede Kante von dem Ding, aber es ist nach wie vor, ich setze mich da dran und bin in 5 Minuten wirklich inspiriert und habe Lust, ne, weiter zu schrauben. Und das ist nämlich ein Punkt, den ich auch als Vorteil finde, wenn du nämlich am Gerät so in- und auswendig kennst, dann setzt du dich davor und du weißt, was du zu tun hast. Ja, das ist so ein bisschen auch der Vorteil an Hardware, so, ne, so ein Stück weit. Klar, das geht mit Software genauso, aber die Bereitschaft, sich mit sowas auseinanderzusetzen, wirklich, ist vielleicht auch ein Stück weit höher, wenn man erstens was zum Anfassen hat und zweitens auch ein bisschen Geld dafür ausgegeben hat und, ne, halt nie nur sich eine gerippte Version von irgendwas gezogen hat, so, das ist, man schätzt das dann auch ganz anders so, ne? Man muss nicht sein, ist klar. Wenn es der hundertste Synth ist, der irgendwo rumsteht, dann ist das vielleicht auch nie der Fall, aber. Jetzt die letzten 2 Videos, die hast du mit diesem neuen Granular, kann man sagen, Synthesizer? Mit dem Tempera gemacht. Wie auch immer er ausgesprochen hat. Ja. Wie kam es dazu? Wie bist du darüber gestolpert? Hast du den gesehen? Hast gesagt, muss ich sofort haben? Oder? Habe ich tatsächlich. Der wurde ja auf der Superboost irgendwie vorgestellt und da tatsächlich ein paar Stunden nachdem der zu bestellen war, habe ich da den Button gedrückt und habe mir den vorbestellt. Ich stehe total auf Granularsynthese. Ne? Ambient liegt natürlich nahe. So, das, ich mag das total und ja, war sofort Feuer und Flamme. Genau, hat sich, ja. Erzähl mal ein bisschen über das Gerät, weil der sieht ja, wenn man sich den anschaut, der sieht ja schon ein bisschen ungewöhnlich aus, was so das Bedienenkonzept angeht. Du hast oben 4 Encoder, dann hast du darunter 4 kleine OLED-Displays und dann hast du so eine Touchfeld-Matrix. Matrix, genau. Ja, ist schon gewöhnungsbedürftig. Was genau macht das Ding? Bitte? Jetzt allgemein so die, oder die meinst du die Matrix oder ja, so allgemein? Ja, sowohl als auch. Ja, und für die Leute, die das Gerät nicht kennen. Okay, also die Matrix, das ist im Prinzip so, dass auf der vertikalen Ebene, auf der vertikalen Achse sind, ne, es gibt quasi 8x8 Slots, das die Matrix. Auf der horizontalen Ebene sind im Prinzip 8 Samples nebeneinander angeordnet. Man füllt diese Matrix quasi mit 8 Samples und die vertikale Ebene ist quasi die Dauer des Samples. Und dann, was den Tempera sozusagen einzigartig macht unter den Granular-Synthes, ist, dass man da nicht nur in einem Sample hin und her springen kann und seine Grains erzeugen kann, sondern man kann aufs nächste Sample überspringen. Also Grains können sowohl auf der X- wie auf der Y-Achse hin und her springen. So, und das ist eigentlich das Verrückte an der Kiste, dass man nie auf ein Sample begrenzt ist, sondern halt einzelne Grains oder viele Grains, je nachdem, wie man es einstellt, sozusagen auf das daneben liegende Sample
überspringen kann. Oder bei Bedarf natürlich auch durch alle 8 Samples. Und genau. Und dann kann man sozusagen auf dieser Matrix sozusagen 4 Emitter platzieren, die halt Grains erzeugen, so, und verschiedene, genau, dann verschiedene Parameter jeweils. Emitter, sind das Modulatoren oder? Nee, Emitter sind, nee, es sind einfach nur sozusagen, es sind Punkte, an denen Grains erzeugt werden, sozusagen. Ah, okay. Ja, kann man eigentlich so sagen. Und dann sagt man diese typischen Parameter, die ein normaler Granularer auch hat, Grain, Länge, Dichte, dann kannst du einen Jitter dafür einstellen, wie weit springt der auf der X- und auf der Y-Achse, und diese einzelnen Parameter der Emitter kann man natürlich dann auch mit LFOs noch zusätzlich sozusagen noch modulieren. Aber und es das sind Ganze erstmal im dann Prinzip auch nur beatsynchron. Genau, bei Bedarf auch beatsynchron, genau. Und dann, und es sind 4 Emitter, aber man kann nicht nur einen Emitter sozusagen an einem Punkt platzieren, sondern man kann meinetwegen von einem Emitter auch 5 Stück platzieren, so, und dann, ne, vom nächsten Emitter 3. Also man kann die auch sehr intensiv füllen, sage ich mal, diese Matrix. Genau. Ja, und sind die verrücktesten Sachen dadurch möglich. Und macht Spaß, also hat, ja. Ich bin nie endlos überzeugt und begeistert von der Kiste. Es sind so ein paar Sachen, die ich mir anders vorgestellt hätte, dass sie umgesetzt sind. Zum Beispiel hat er nur einen globalen Filter sozusagen für alles. Ne? Man hat die Ebene dieser Emitter, und das führt aber in den Filter, der quasi wie ein Effekt angelegt ist. So. Und das finde ich so ein bisschen zum Beispiel recht schwach, so, ne? Weil man würde ja dann gern mit einem Emitter den durch einen Hochpass schicken und, ne, den nur hochfrequentes Zeug machen lassen, und einen anderen Emitter, ein Tiefpassfilter, ne, wo die Höhen gerade nicht da sind und so. Also das verliert ein bisschen an Flexibilität durch den einen Filter. Aber hat der Einzelausgänge? Nee, hat er auch nicht. Nee. Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit gewesen, dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken, indem man dann vielleicht einzelne Spuren, also einzelne Samples oder vielleicht Gruppen von Samples auf andere Ausgänge hätte routen können. Ne? Nee, das ist leider auch nicht der Fall. Aber die sind sehr kommunikativ da, die Jungs. Und ich bin guter Hoffnung, dass da in Zukunft auch noch einiges passieren wird. So, dass die sind bei Discord sehr, ja, sehr kommunikativ und offen so für Vorschläge und ganz schnell auch dabei, irgendwelche Bugs zu beheben und so. Das, von daher wird da hoffentlich noch einiges kommen. Ja, spannendes Gerät. Ich habe auch noch keinen getroffen, der einen hatte. Du bist der Erste. Und ich fand das Gerät eigentlich auch immer sehr interessant, was ich so an Videos gesehen habe. Und die Videos, die du dazu gedreht hast, die haben mich nochmal bestätigt, dass das also auch für Ambient durchaus ein sehr, sehr, sehr cooles Werkzeug sein kann, ne? Was ich halt wenig gemacht habe in den Videos, wofür er eigentlich gedacht ist, ist halt, ne, auch diese Matrix zu nutzen, um Emitter zu spielen. So, das habe ich bisher wenig benutzt, so, weil das auch erstmal so ein bisschen, ja, eine Umgewöhnung ist. Ne, man kann die permanent platzieren auf dem Grid, und dann erzeugen die, und dann steuert man die halt mit MIDI-Noten an. Man kann die Emitter auch mit verschiedenen MIDI-Kanälen sozusagen ansteuern, dass die unterschiedliche Sachen machen. Aber man kann die auch, also quasi non-permanent, nur wenn ich quasi das Grid berühre, das dann quasi in Sound erzeugt wird. So, also in richtig Grain. Spielen. Und dann kann man sie wirklich, genau, dann kann man so durch die Samples durchfahren. Und das, ja, habe ich bisher noch gar nicht wirklich zur Genüge getestet und probiert. Was hast du für Audiomaterial genommen? Eigentlich aus meinen eigenen Soundpacks, so vom Digiton, genau, und ein paar Hydra sind Samples, wenn mich nicht alles täuscht. Und genau, und ein paar Field Recordings. Eigentlich so eigenes Material. Ah, das ist spannend. Genau. Field Recordings, ja. Genau. Bietet sich ja sehr an, für granulare Geschichten, so mit Field Recordings zu arbeiten, ja. Wenn du jetzt so den Tempera mal vergleichst, so mit dem, was zum Beispiel Torso angekündigt hat. Ja, die haben ja auch so eine Granularkiste. Auch schon vorgestellt, ja. Ja, konnte ich nie widerstehen. Der wird dann auch irgendwann eintrudeln. Im März oder so soll der ausgeliefert werden. Ja, ja. Der,
sieht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also nie ganz so verspielt und ne, vom Konzept her, dann hast du ein großes Display und so ein bisschen mehr straight, ne? So ein bisschen mehr so die gewohnte Arbeitsweise, sage ich mal. Genau. Ja, bin ich gespannt, was da am Ende, so viel ist ja noch gar nicht bekannt, so, ne? Was da konkret, wie der Workflow aussieht, wie. Ja, die Videos dazu, die sind ja auch relativ rar. Die sind sehr kryptisch, ja. Da gibt's ja noch nicht so viel. Ein bisschen, ich glaube, das letzte Video, was sie gepostet hatten, die Dänen, da hat man so ein bisschen gesehen, was das Gerät dann schon kann. Aber sag mal, ich habe bei diesen Geräten immer das Gefühl, da ist doch an der Softwarefront, sowohl auf den Tablet-Computern als auch, ich sag mal, auf den normalen Desktop-PCs, da ist doch die Software, ich will nicht sagen besser, weil es fehlt halt die Haptik, aber doch, was Features angeht, dann doch nochmal ein Stück weit weiter. Ja, ich denke. Hast du da auch schon deine Erfahrungen gesammelt? Mit Sicherheit, ja. Ja, wenig, weil wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr selten vorkommt, dass ich irgendwie ein VSD-Plugin benutze oder so. Generell. Natürlich, der Pigments zum Beispiel, ne, kann Granular und ne, Omnisphere und wie sie alle heißen, so, ne? Das ist so ein Stück weit auch. Genau, und zum Beispiel mit dem Live-Granulator hier von Robert Henke habe ich rumexperimentiert und so. Das schon. Und ja, aber gerade so dieses von Sample zu Sample springen, also da gibt's ja diese Borderlands-App, ne, für die iPads. Da kann man, glaube ich, ähnliche Sachen machen, dass man quasi, ja, so ein bisschen das räumlich auf ein anderes Sample erweitert, so. Aber da wüsste ich zum Beispiel nicht, so, das ist auch softwaremäßig. Da gibt's von Heinbach der hat mit Bram Bros zusammen, hat er auch irgendwas gemacht. Wie hieß denn das noch? Ja. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Egal. Aber genau, also, bin ich auch nie so informiert, sage ich mal. Irgendwie, ich ja. Bin schon sehr auf die in der Hardware-Welt unterwegs. So. Es ist halt tatsächlich, finde ich das schöner, da irgendwie wirklich eine Kiste dastehen zu haben und mich mit der zu beschäftigen. Habe auch den Lemon Drop hier von Tenten Music. Hat aber aufgehört für mich zu funktionieren, weil er irgendwie da einen Bug hat, wo Tenten Music scheinbar nie gewillt ist, den da irgendwas dran zu tun. So, da habe ich mich fast in die Haare gekriegt mit deren Support. genau. Und dann hast du gesagt, dann tausche ich den jetzt gegen einen Tempera. Mehr oder weniger, ja, nee, aber auch den Lemon Drop mag ich total. Also gerade der Formfaktor, das ist halt super zum Mitnehmen, irgendwie noch so eine Blackbox dazu oder so. Und dann bist du halt echt für einen Urlaub oder für ein ganz schmales Setup. Klingt auch hervorragend so, ne? Bloß hat halt den Nachteil, dass der, wenn man die Grain-Dichte ziemlich hoch dreht und die Grain-Länge und beide Filter aktiviert, dass scheinbar der Prozessor nicht hinterherkommt, so, dass dann halt wirklich so ein Gepritzel, wie als würde man die DAW auf eine zu niedrige Latenz einstellen, dass der anfängt, so komisch zu pritzeln und so eine Klicks fabriziert und das, wenn man permanent um so einen Bug in Anführungsstrichen drumherum arbeiten muss, das macht irgendwo keinen Spaß, so. Nee, die Klicks können sehr unangenehm sein. Das haben wir ja auch ab und zu mal. Wobei solche Firmen wie Chase Bliss erheben das natürlich zum Kunst, indem sie das jetzt als Pedal rausgebracht haben mit dem Lossy. Kannst du denn MP3-Artefakte simulieren und sowas? Ja, aber das ist halt wirklich verrückt. So dieses, was man von der DAW kennt, ne? Wenn irgendwo der Prozessor nicht mehr ausreicht, wird dann alles so zerbröselt und so. Also das. Ja, genau, das, was wir früher. Den kann ich jetzt wenig Angenehmes abbringen, irgendwie. Das einfach nicht unbedingt schön. So. Ja. Genau. Wenn man sich deine Videos anschaut, du hast ja meistens immer so mehrere Ebenen, die du halt übereinander gelegt hast. Was quasi das Musikinstrument, mit dem du gerade da im Gange bist. Und dann hast du meistens immer irgendwelche Naturlandschaften. Bist du denn viel draußen unterwegs mit Gear oder ohne Gear? Ich versuche im Sommer zumindest, also gerade auch aus
ja, Bequemlichkeits, also nee, Bequemlichkeits, aber einfach aus Zeiteffektivitätsgründen. Im Sommer mache ich halt dann draußen meine Aufnahmen, dann halt nie mit mehreren Ebenen so, ne, sondern einfach irgendwie einen schönen Platz in der Natur suchen und die Kiste rauspacken und Kamera aufbauen und ne, solange das Wetter das zulässt, irgendwie versuche ich das so zu machen und im Winter weiche ich dann halt, ne, auf ein Greenscreen und so ein bisschen mehr Videospielereien aus. Das, was an Material schon vorhanden ist dann? Ja, nee, ich nutze aber auch alles Mögliche, was mir unter die Finger kommt. Hier also Pixabay und was es nie gibt, so diese freien, ne, so diese freien Clips oder Beeple, falls euch das was sagt. Ja, ne. Der hat so VJ-Clips, nee, das kenn ich und so. Nicht. Pixabay sagt so. Genau. Nö, eigentlich alles, was mir so unter die Finger kommt. Aber ich, ja, ich bin in der schönen Situation, hier wirklich sehr naturnah zu leben und ganz viel Teich bei uns hier ringsrum und das genieße ich auch sehr. So könnte ich mir auch nie anders vorstellen. Sehr, genau. Wohnen auch viel, schlaf eigentlich auch einen Großteil des Sommers draußen auf der Terrasse irgendwie. Und Froschkonzert ist mein Wiegenlied und genau, das schätze ich schon sehr, genieße es sehr. Viele Menschen. Ja, das hat auch, man natürlich. Leider in der Großstadt nicht. Ich wohne hier in der Nähe von der Polizeistation. Ich habe immer viel Tatütata den ganzen Tag über. Und dann ist da noch ein Altenpflegeheim nebenan und da ist auch viel Tatütata. So, also hier ist eigentlich immer jeden Tag was los. Ich habe mal neben der Feuerwehr gewohnt. Ganz dumme Idee. Ganz dumme Idee. Ja, aber doof kann auch nervig sein, wenn die dann alle am Samstag ihre Rasenmäher auspacken und. Ja, das hat halt alles seine Vor- und Nachteile. So, ne? Ja, da kannst du dich halt auch einstellen. Genau. Im Allgemeinen. Nee. Da weißt du ja, ne? Samstagvormittag entweder Auto waschen oder Rasen mähen. Ja, ja. Aber ich wäre auch nicht stadtkompatibel. Ich glaube, ich würde da durchdrehen auf Dauer. Gewöhnt man sich so dran irgendwie. Das heißt, du wohnst zwar in Dresden, aber eher im Umland dann. Ja, genau. Also noch ein ganzes Stück östlicher von Dresden noch. Ja, eine Stunde Autofahrt Richtung Osten. Schon fast nicht okay, mehr in Deutschland, also gar nicht kann man Dresden. So sagen. Nee, Dresden. Also Dresden ist die nächstgrößere Stadt hier in der Nähe. So. Alles aber klar, okay. Bautzen ist die nächste kleine Stadt hier ringsrum. Aber genau, ganz offen doof. Aber idyllisch. Klingt so, als das wäre das der Ort, wo ich gerne mal Urlaub machen möchte. Und du wohnst da. Das finde ich gut. Könnte ich mir vorstellen, ja. Genau. Es gibt ein Video, da stehst du in so einem Obstgarten. Genau, das ist unser Garten. Direkt, ja, genau. Fantastisch. Genau. Ist schon Luxus, definitiv. Also, wir haben die Autobahn relativ nahe, das ist rein akustisch dann manchmal ein bisschen störend, aber ja, das ist das Einzige, was man hier zu meckern hört hätte. Nicht der Autoverkehr? Nein. Ganz so schlimm ist es nicht, sind schon noch ein paar Kilometer, aber man hört sie. Ja, ja. Im Winter mehr, wenn dann kein Laub auf die Bäume ist, so. Mhm. Genau. Aber spielt eine große Rolle auch, ja. Die Natur, in der du lebst, die Umgebung um dich herum, ist das die Quelle der Inspiration und der Grund, warum du dich für Ambient entschieden hast? Philosophische Frage. Mhm. Aber ist das so eine Entscheidungsfrage? Also. Ja, das ist die Frage, ne? Mhm. Ich glaube, das fühlt man doch mehr. Das ist so. Mhm. Ja, ich reizt herauszufinden, wie Fabian dazu gekommen ist, halt die Musik zu machen, die er macht. Also wo das bei mir herkommt, weiß ich. Aber ich versuche es halt zu verstehen bei anderen. Ne? Ich finde das interessant. Ja, ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich bis zu Ende irgendwie ergründbar ist überhaupt. Ne? Es ist so ein Stück weit, ja, also kann man das überhaupt formulieren? Ja, genau, da bin ich ganz auf deiner Seite irgendwie, ne? Das ist halt so ein Stück weit das, was kommen will, so, ne? Es ist nie wirklich eine Entscheidung zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Musik, sondern ne, so ein manchmal naja, ist man auch überrascht. Du könntest manchmal ja auch harten überrascht Techno machen mit den Elektronmaschinen, dafür sind sie ja eigentlich gebaut. Habe ich früher auch. Ich habe auch Dark Psy mal eine ganze Zeit lang gemacht und auch auf Festivals gespielt und so. Aber da habe ich so das Gefühl, bin ich langsam ein wenig zu alt für den ganzen Kram und für diese ganzen Partys und Festivals und so. Das, ja, irgendwie, also Ambient konnte ich früher auch nie wirklich so nachvollziehen, aber mit zunehmendem Alter mehr und mehr habe ich das Gefühl, ne, dass man sagt, nee, da muss auch
nicht unbedingt ein Beat rein. Das reicht auch, wenn es vor sich hin meandert. Ah, das kenne ich. Ne, das hat sich auch ergeben so. Das war früher nie ganz so ausgeprägt, oder? Ja. Mhm. Nee, aber habe ich wirklich das Gefühl, ich bin da eigentlich auf einer Ebene, bin ich auch nur ein Werkzeug, so, ne, für das, was kommen will. Und hat das wenig mit meiner Entscheidung zu tun, so, ne. Klar, man stellt ein bisschen die Weichen und das, was kommen will, muss durch meine Filter, aber ansonsten. Mhm. Genau, und die Filter, klar, natürlich, die sind von diesen und jenen geprägt und Musik, die man schätzt, die man vielleicht auch Drogen, keine Ahnung, spielt auch eine Rolle. Ne, so, was auch immer, ne? Was ihn so geprägt hat. Der Sauerampfer-Tee. Der Sauerampfer, genau. Apfeltee. Genau. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja auch eher so derjenige, der meint, ich bin einfach nur das Vehikel für die Musik, die da kommt, und ich bin eigentlich völlig unwichtig. Es bahnt sich einfach oder es bricht sich einfach seinen Weg irgendwie, ne? Mhm. Genau. Das würde ich unterschreiben, ja. Und die größte Herausforderung, finde ich, in meinem künstlerischen Schaffen ist, so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen, ne? Mit meinem... Mit dem Ego. Ja, genau. Mit allem, was ich in den Weg stellen könnte irgendwie, ne? Mit zu sehr durchdenken und planen und zweifeln und, ne, dieser ganze persönliche Kram, so, der da im Weg stehen kann. Ja, das merkt man deinen Sachen, finde ich, auch an. Es ist bei dir immer sehr, sehr ruhig, manchmal auch ein bisschen düster. Die Bilder passen auch manchmal dazu. Aber das hat auch immer etwas, das trägt einen irgendwie und man fliegt dann irgendwie weg ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und deine Videos sind jetzt auch nicht gerade kurz, ne? Also da sind schon sehr lange Sachen dabei, wenn du da so eine halbe Stunde lang oder so mit dem Digitakt einfach nur Musik machst. Ja gut, das ist schon eher die Ausnahme, sage ich. Aber genau. Aber unter 8, 9, 10 Minuten ist selten. Ja. Mhm. Ich nehme mir immer vor, irgendwie, ach komm, auf den Punkt, Junge, jetzt los. Aber es wird irgendwie nie. Ich habe mich früher mal geärgert, wenn die Sachen nur irgendwie so 3, 4 Minuten gingen. Heute muss ich mich immer zusammenreißen, dass die Sachen nicht länger als 8 Minuten gehen. Ja, aber das diktiert auch so ein Stück weit, ne, das Stück halt, ne, irgendwie. Manches ist irgendwie in 3 Minuten erzählt und manches, ja, lebt dadurch, dass es sich entwickelt und, ne, genau, irgendwie, und vielleicht nochmal eine andere Wendung gibt und irgendwie das, was kam, nochmal in einen anderen Kontext gestellt wird und, ne, so ein bisschen wie eine Geschichte einfach, ne, so. Oder einiges braucht Zeit, um sich zu entfalten, so, ne, so, genau. Ja, auch sowas, wo ich denke, ja, das hat man gar nicht so sehr, ja, man kann sich vornehmen, das schön kurz und knapp zu halten, aber ja, was am Ende passiert. Und das versuche ich halt auch bei meinen Sessions irgendwie so, wenn möglich, natürlich mache ich manchmal auch 3, 4, 5 Takes oder so, aber das ist wirklich äußerst selten. Ich sag mal, in 80% der Fälle mache ich das Stück fertig, dann baue ich Kamerazeug auf und dann, ja, dann ist das der erste Take und dann ist es das, fertig. Manchmal, ja. Denkt man dann im Nachhinein, okay, ja, hätte vielleicht irgendwie und 2 Minuten kürzer wäre vielleicht und, ne, aber es ist, ja, es ist dann das, was es ist und irgendwie auch gut so, wie es ist, so. Das ist auch so ein Stück weit das Problem, sage ich mal, an meiner Arbeitsweise, auch durch YouTube, ne, dass der Algorithmus immer wartet, bis was Neues kommt, dass ich auch nicht auf Halde produziere, ne? Wie einige da sagen, ja, ich mache hier 30 Stücke und dann werden hier 5 selektiert fürs neue Album oder sowas. Das ist irgendwie auch ein Luxus, den ich mir gar nicht leisten kann und ein Stück weit auch nie vermisse, so, ne? Es ist halt das, was es ist, so, ne? Und natürlich breche ich auch mal mitten im Stück ab und sage, nee, das ist Knete hier gelöscht und neu angefangen, so, das passiert schon, aber was ich dann zu Ende mache, das kommt dann auch dann relativ zeitnah. Genau. Aber bin ich froh, mir so eine Arbeitsweise gewöhnt zu haben. So, das hat, ja, in der Vergangenheit habe ich da auch manchmal wirklich 2 Jahre lang an irgendwelchen Alben rumgebastelt und eigentlich fast einen Verstand dran verloren. So, ne? Ja, weil, ja, wo hörst du auf? So, ne? Wo ist der Punkt, wo du sagst, jetzt ist es fertig? Bist du denn jetzt primär ein
Künstler, der sich über YouTube präsentiert, über Bandcamp? Oder bist du auch jemand, der, den man buchen kann, sagen kann, hier ist eine, keine Ahnung, eine Galerie hier, jetzt machst du hier mal 2 Stunden lang hier den Substan? Ja, ich habe in der Vergangenheit schon auch relativ viel live gespielt, so. Auf der Fusion war ich oft irgendwie spielen damals und so. Aber so in den letzten Jahren weniger, aber das hat eigentlich mehr damit zu tun, dass, wie soll ich sagen, ich halt so diesen mit der Mikrobenzeit. Was meinst du? Mit der Mikrobenzeit. Mikrobenzeit. Ja, nee, hat weniger damit zu tun, sondern eher, dass ich halt dieses ganze Partygeschehen mit diesem Kontext so immer weniger irgendwie passend finde und irgendwie nachvollziehen kann. So, ne? Das ist gerade, wenn man dann halt Ambient- und Chillout-Sachen macht, so, ich habe meistens auf Psy-Partys gespielt, Psy-Trends-Partys so, ne? Und da, man ist dann eigentlich, sage ich mal, in 90% der Fälle das letzte Rad am Wagen irgendwie, ne? Da hast du einen riesen Floor, der vor sich hin ballert wie blöde und Chillout, naja, da stehen zwei so kleine Böckchen und, ne, und man, es macht einfach keinen Spaß, so, ne? Ist wenig, sag ich mal, so in der Szene irgendwie so eine Plattform wirklich da. Also es gibt Ausnahmen und die sind dann auch wirklich schön und, ne, wenn es eben nie so ist, sondern dass halt auch geschätzt wird und halt auch dementsprechend mit Anlage ausgestattet ist, so. Und das ist so ein bisschen das, wo ich in den letzten Jahren damit in Konflikt gekommen bin, so, ne. Und es gab mal, oder ich weiß nicht, den gibt's bestimmt immer noch. Es gibt einen DJ, ich glaube, er ist Franzose. Raphael Marionneau, ist das ein Begriff? Ganz dunkel, aber, ja. Der hat immer, sich ganz verrückte Locations gesucht und hat dann dort teilweise einfach auch Klassik aufgelegt. Und das dann auch so mit moderneren Chill-Out-Sachen gemischt. Der hat eine ganze Weile hier in Hamburg im Planetarium, einmal im Vierteljahr, hat er da quasi die so Sternbilder und sowas und irgendwelche Videos, die sie da abgespielt haben, hat das begleitet. Und der hatte mal eine total verrückte Location, da habe ich ihn auch gehört und gesehen, in Travemünde am Strand, bei einer Sandskulpturenausstellung. Das war so ziemlich der verrückteste Ort, den man sich vorstellen kann für solche Ambient und für so einen DJ halt. Genau, für mich ist so ein bisschen die Herausforderung jetzt, so, also ich habe da wirklich große Lust, auch wieder live mehr zu machen, aber halt einfach den, wie soll ich sagen, mit so mehr Konzert dann wahrscheinlich, ne? Und weniger den Übergang und eher in die Richtung Konzert, ne, so ein bisschen weg von dem DJ, ne, Kram irgendwo auf einer Party zu spielen und mehr hin zu wirklich was, naja, geplanten, konzertartigen, sage ich mal so, ne? Aber das ist nur ein Gedanke. Einen Plan habe ich keinen. So. Aber ich vermisse es schon ein Stück weit, definitiv. So. Und es war auch schön, also gerade die Dark Psy-Zeit, so einen kochenden Floor vor ihm zu haben, so, das macht schon Laune, natürlich. Aber man entwickelt sich da irgendwie so ein Stück weit weg davon und wird älter und ruhiger und genau. Passt ja, und manche würden auch sagen reifer. Ja, oder so. Frage der Perspektive, ja. Genau. Nee, aber genau. Und jetzt dreht sich eigentlich vieles über, eigentlich YouTube ist so ein bisschen die Schnittstelle geworden, so in den letzten Jahren. So. Was eigentlich auch ganz gut ist, ne, weil es auch gerade die Soundpacks, die ich anbiete und so, ne, es ist halt einfach eine Plattform, wo man schnell Leuten Bescheid sagen kann, hey, hier ist was und ne, also so, wo man. Genau, da wollte ich nämlich jetzt eigentlich drauf hinaus, dass du ja dann nicht nur deine Musik online hast, sondern dass du ja auch Sounddesigner bist. Und dann halt für deine Patreons. Wie heißen die? Heißen die Patreons? Oder Patreons irgendwie ohne Patreon, ja. Patreonen. Meine Patreonen. Genau. Genau, nicht nur Patreon, sondern halt auch genau über direkt auf. Sag mal schnell, für welche Geräte bietest du Soundpacks an? Ich habe Digitakt, Digiton, Syntakt und Hydra Synth und
Im Moment sitze ich am Mini-Freak, an dem Soundpack. Genau, das wird das nächste sein. Und genau, mal schauen. Da bin ich neugierig, weil ich den Mini-Freak im letzten Jahr auch sehr lieb gewonnen habe. Ist einer meiner Lieblings-Synthesizer. Ja. Bis auf den Filter, das ist so ein bisschen, dem stehe ich auf Kriegsfuß, der holt mich jetzt nicht so ab, aber alles andere, der Hall ist so hervorragend und also das. Die Effekte sind der Hammer. Absolut, absolut. Genau. Und da hat man Gott sei Dank auch noch einen Filter dabei. Ja, ja. Nee, genau, der analoge Filter, das hätten sie sich echt sparen können, finde ich so. Der, ja, hat wenig. Ja, vor allem Aussagekraft, wenn du, und Charakter. Genau, wenn man sich vor allem dann mal das VST anhört vom Mini-Freak, der klingt genauso. Also weiß nicht, warum sie das gemacht haben, ob das nur ein Verkaufsargument war. Also ich höre keinen, klanglich höre ich da keinen Unterschied. Nee, das stimmt. Ja, im Prinzip ist es ja auch gut, wenn die Hardware wirklich so möglichst nah dann an der Software ist, klanglich, aber ja. Nee, genau, was da analog sein soll oder ja. Erschließt sich mir auch nicht, nee. Mhm. Nee, aber alles in allem echt eine super Kiste, also mag ich auch total. Eigentlich auch mehr als den Hydrosynth, das war schon ein bisschen mehr Arbeit, da mit dem zu arbeiten und da was rauszukitzeln, so. Finde ich der. Ja, also ich habe mit dem auch eine komische Beziehung. Ich mag aber an dem, also das, was da dann an Klang, was man da dann rausholt, das ist auch wieder so gut, dass ich den eigentlich nicht abgeben möchte. Und er ist so toll verarbeitet, also zumindest ist die Desktop-Variante. Der fässt sich einfach gut an. Genau, ich habe auch den. Genau. Nee, kann ich unterschreiben, so, ne? Aber bis man an dem Punkt ist, so da Sweet Spots zu finden und da wirklich Sachen rauszuarbeiten und so, also ja, irgendwie hat sich's für mich immer wie Arbeit angefühlt, ne? Also gerade für einen Digiton irgendwie Sounds zu machen, das ist einfach eine Freude, habe ich so das Gefühl, ne? Man hat ein leeres Preset in Default Sound und fängt an und ne, und es dauert eine Minute oder zwei und dann ne, hat man eine Idee und wird weitergeführt und so. Das beim Hydrosynth ist das so, hat sich schon fast wie Arbeit angefühlt. So. Und klar, es ist am Ende, was rauskommt, ja, klingt super, aber man braucht ein bisschen Arbeit. So. Ja, es ist so ein bisschen mehr. Erschlägt in nicht mit Sweet Spots. So. Ja, genau. Und ich nenne es immer ein digitales Modularsystem. Ja, der ist halt tief wie verrückt, ne, durch die 5 LFOs und 5 Envelopes und so. Das ist schon, genau, eine Riesenspielwiese. Aber die muss man halt auch bespielen, so, ne, um da. Richtig, ja. Alles rauszuholen. Dass sie da nicht noch mehr Features reingepackt haben. Also, wenn sie ja jetzt noch Sampling mit reingepackt hätten, dann, dann würde einem der Kopf explodieren. Genau, und dann ist halt die Frage, also auch gerade Wavetable-Synthese sagt mir jetzt, das inspiriert mich jetzt nie so sehr, muss ich sagen. Das ist ja auch immer eine Frage, wie steht man zu den einzelnen Syntheseformen so, Wavetable ist so ein bisschen, reizt mich nie so sehr, muss ich sagen. Da ist FM schon was anderes, so, ne, da, also, so, weil da einfach, Dinge passieren auch, ne, da, die man nie vorher sieht, die einfach, auf einmal ein Klangcharakter irgendwie entsteht, der gar nie so geplant ist oder, ne, also, schwer in Worte zu fassen. Aber der überrascht ihn oftmals mit so Nuancen, wo man auf immer sagt, das klingt wie ein Naturinstrument. Hier kommen organisch, in Anführungsstrichen, das ist immer doof, in Sound organisch zu nennen, aber ne, hier kommt irgendwas anderes noch so, ne? Durch die FM-Synthese und durch die komplexen Modulationen untereinander. So. Aber kann man ja mit dem Hydrosynth auch machen, in einem kleineren Bereich natürlich, aber dadurch kann man denen dann schon auch Sachen entlocken. Ich guck mal meine Kollegen an. Habt ihr noch Fragen an den Fabian? Die Sound Collections, die du hast, die vertreibst du nur über Patreon, ne? Nee. Nein? Patreon ist, da landet quasi alles so, ne? Die Leute können sich dann alles nach Herzenslust runterladen und dann nutze ich Gumroad, nennt sich das. So habe ich auch durch Zufall mal gefunden, aber dann kann man sich die auch einzeln quasi erwerben, ohne mich jetzt bei Patreon zu unterstützen, so, genau.
Ja, aber deine Patreon-Preise sind ja mehr als human. Kann ich schwer einschätzen. Keine Ahnung. Ist gut, wenn du das sagst. Ja. Ja. Nee, ich hatte da so ein bisschen geguckt gehabt und musste erstmal das Konzept verstehen, wie die Sachen aufgeteilt waren. Und dann, okay, so läuft das. Naja, es gibt letztendlich nur zwei Stufen so. Die erste ist halt für 3,50 oder was ich gesagt habe. Ja. Gibt's halt quasi bei jedem Video, was ich mache, können die Leute sich die Musik halt runterladen, so, ne? Das ist halt einfach, so. Einfach als so kleine Unterstützung irgendwie, ne? Und man hat halt den Bonus, sich da durch die Musik zu ziehen. Und dann das nächste Level ist dann 8 €. Und da gibt's eigentlich schon alles. Für die Leute, die da 20 € bezahlen, gibt's noch noch ein Level. Aber das tun sie dann auch meistens, weil sie halt mehr geben wollen, so, ne? Da, so viel Mehrwert kann ich da gar nicht mehr bieten, so, ne? Gibt dann eigentlich alles. Im mittleren Level. Genau. Jetzt hatte ich eben gerade noch eine Frage, jetzt ist sie mir entfallen. Warte mal eben. Vielleicht fällt sie mir noch wieder ein. Thema Konzerte hatten wir eben gerade. Bist du Teamplayer? Doofe Frage. Andi, formuliere sie anders. Bist du eher der Künstler, der für sich alleine lieber im Studio ist, oder hast du auch schon mal in einer Band gespielt? Ich habe ganz früher. Würdest du gerne in einer Band spielen? Ganz früher irgendwie in einer Band gespielt, genau. Da habe ich Keyboard gespielt und gesungen. Aber das ist wirklich sehr, sehr lange her. Und ab und zu ergibt sich das mal, dass ich so eine, aber das sind für mich wirklich mehr Experimente, sage ich mal. Ist schwierig, weil, also gewohnt bin ich halt wirklich mein Ding alleine in meinem Studio zu machen, so, und dann ist es schon eine Herausforderung irgendwie, ne, wenn man seine Vor- und seine Nachteile sich mit Leuten trifft und dann erstmal auch eine gemeinsame Sprache entwickeln muss oder, ne, ist tatsächlich echt eine Herausforderung, so, ne? Also ich würde mir das schon ein Stück weit mehr wünschen, ja, das schon so kommt ab und zu vor, aber ist schwierig. So, ne? Und vielleicht so eine Sache, so wie der Florian Anwander, der trifft sich ja, ich glaube, alle 2 Monate treffen die sich in München und machen da einmal eine Jam-Session für so 2 Stunden. Wäre das was für dich? Müsste man probieren. Ja. Ist immer schwierig, dann auch die Leute dafür zu finden. Ne? Das ist natürlich auch noch eine Sondergeschichte. Genau. Und selbst wenn man dann mal jemanden trifft, der dann in der Nähe wohnt, ist es halt auch schwierig, dann muss das natürlich mit dem auch irgendwie klappen. Ne? Genau, die Chemie. Dass man sich auch aufeinander verlassen kann. Da sind ja mehrere Faktoren. Ne? Das ist ja, die Chemie muss stimmen, dann diese Sprache, die man hat, musikalisch gesehen, das muss ja auch irgendwie passen. Zeitmanagement ist auch immer so eine Frage. Ja, der Tag ist auch eine Frage. Also wir hatten Sessions komplett an die Wand gefahren mit den gleichen Leuten, an denen es an anderen Abenden einfach geklappt hat. Das ist so. Ja, und ich denke mal, das Hauptproblem ist, glaube ich, eher auch das, dass man über seinen eigenen Schatten auch ein Stück weit springen muss, ne? Wenn man es gewohnt ist, sein eigenes Süppchen zu kochen, dann halt zu sagen, naja, okay, dann mach du mal das Salz. Ne? Ne, so irgendwie abzugeben, so, ne, sozusagen, okay, da kümmere ich mich jetzt nicht drum, so, und ne, so, das finde ich auch eigentlich die größte Herausforderung, so, ne, so ein Stück weit, wenn man es gewohnt ist, die Kontrolle über alles zu haben, ne, so, dann zu sagen, okay, nee, dann trete ich hier ein Stück zurück, ne, auf der Ebene und überlasse das jemand anderem, so, hat sich für mich immer als größte Herausforderung dargestellt, so, ne. Ich finde das auch, dass das eine Herausforderung ist, aber ich finde das auch sehr, wie gesagt, das klappt nicht mit allen Leuten, da muss man halt gucken, aber wenn man da mal jemanden gefunden hat, also ich mit meinem Bandkollegen, wenn wir dann halt mal Jam-Sessions zusammen machen, das ist eigentlich immer, das ist irgendwie so, wir haben da irgendwie so, es ist so eine nonverbale Kommunikation. Ausgedrückt durch Kann auch sehr bereichernd sein, ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Absolut, ja. Klar, wenn das funktioniert, ne, dann ist das bereichernd, aber wenn nicht, dann ist das frustrierend.
Ja, wenn du jemanden hast, der genauso tickt wie du und sozusagen sein Ego zurücknehmen kann und nicht derjenige sein will, der am lautesten mit seinem Synthesizer oder mit seinem Drumcomputer oder was auch immer da gerade am Start ist, sein will, dann klappt das natürlich, ne? Sondern da geht's dann wirklich nur um das gemeinsame Musikmachen und du nutzt dann das, was von dem anderen kommt, als ich sag mal, als eine Dauerinspiration, um selber das aufzunehmen, zu eine Verbindung herzustellen zu deiner Kreativität und dann daraus wieder was Neues zu erschaffen, was wiederum ihn dann befruchtet. Das ist so ein, wie so ein Kreislauf eigentlich. Und das finde ich total geil. Deswegen mag ich so ganz gerne eigentlich mit einem oder auch mit vielleicht mit mehreren Leuten Musik machen. Ist nicht immer so, und, ne? Also ich muss auch dazu in der Stimmung sein, natürlich. Ja, und es ist auch mal eine Frage so der Arbeitsweise. So, ne? Ich bin, wie soll ich sagen, auch wenn ich live gespielt habe, war relativ viel von dem, was ich da gespielt habe, auch quasi so ein Stück weit vorbereitet. Und ne, also ist auch die Frage, wie sehr ist man es auch gewohnt, einfach so, ne, dieses Jam und schnell im Moment was entstehen zu lassen. So, ne? Das spielt auch noch eine Rolle, so. Ja, definitiv, ja. Ja, was aber eigentlich, ja, eine schöne Herausforderung ist, also, ne, das kann ich schon auch sagen, dass es dann auch schön ist, manchmal natürlich auf den Punkt zu kommen. Und du brauchst natürlich jemanden, der seine Geräte auch beherrscht. Ja, ja, wir hatten damals zum Beispiel einen Schlagzeuger in der Band. Sinn. Ein Schlagzeuger, der nach einem Bier total besoffen war. Und das war dann, hast du doch schon wieder ein Bier getrunken. Nein, genau. Liebe Kollegen, haben wir die Stunde schon rum? Fast, ne? Fast. Fehlen noch 2 Minuten. Es fehlen noch 2 Minuten. Die füllen wir jetzt mit meiner letzten Frage an den Fabian. Ah, die schöne Frage. Die Standardfrage, die ich all den Gästen stelle. Wobei ich mir schon denken kann, was die Antwort sein wird. Was machst du, wenn du keine Musik machst? Was tust du, um dich zu entspannen? Das ist eine gute Frage. Ich versuche eigentlich möglichst einen Großteil des Tages sehr entspannt zu sein. Ja, also es ist ich glaube, das gelingt dir auch, weil du kommst auch hier total entspannt rüber. Ja, also, ich beneide dich schon deine Ruhe. Entspannt. Ja, ich finde auch. Du bist so tiefenentspannt und so sympathisch. Da bin ich jetzt vom alleine mit dir sprechen schon so entspannt. Das finde ich großartig. Das ist schön zu hören. Ja, ich bin meditieren. Jetzt mal eingeschlafen, aber. Das liegt aber nicht an unserem Gesprächspartner. Nein, aber das ist, ich mag auch den Verlauf, den das Gespräch hatte. Man will gar nicht reingrätschen. Es float so organisch, weißt du. Das haben manche Gespräche so. Andere muss ich ja strukturieren, bis zum geht nicht mehr. Aber das war jetzt so vom einen Thema bis zum anderen. Ja, entweder. Was du vorher gefragt hast, ob es noch Themen gibt, ich kann mich an keins erinnern. Es war einfach ein sehr schönes Gespräch. Ja, manche Gespräche musst du strukturieren, ne? Und manche Gespräche, da musst du irgendwie aufpassen, dass das nicht ausufert. Ja. Und bei anderen musst du irgendwie zudem, dass das Gespräch überhaupt erstmal Gang kommt. Genau, und Substan ist so tiefenentspannt, dass er einfach, dass man ihm einfach gerne zuhört und es fließt einfach. Und so wie seine Musik. Schön. Vielen Dank, dass du uns hier besucht hast. Ich danke euch. Hat großen Spaß gemacht. Ja. Nee, schön. Und dann würde ich mal sagen, lieber Herr Raumwelle, lieber Tobi, schaltet auch, liebe Zuhörer, beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr den Sascha sagen hören wollt. Der Probe-Podcast, beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ja, danke schön, meine Herren. Vielen Dank. Ja, ich danke euch. Dann sagen wir mal tschüss, ne? Tschüssi. Tschüssi. Ciao. Tschüss.